Oh, sorry. Lass mir gerade ein bisschen den Wind um die Nase wehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung mit eurem Dackmobil. Wir befinden uns heute in den Niederlanden, an der Nordsee, logisch, Provinz Zeeland, auf der Insel Schoven-Düveland, bei Burg Hamstede in dem Ortsteil Westenschoven. Und als Platz stellen wir euch heute den Campingplatz Dünord an See vor. Schaut einmal, wie wunderbar man hier seine Zeit verbringen kann, auch im Dezember. Wir haben den 22. Dezember, was uns natürlich nicht abschreckt, an die See zu fahren. Der Platz ist ganzjährig geöffnet und bietet alles, was wir auch in der kalten Jahreszeit benötigen, um uns wohlzufühlen. Kommt mit, wir zeigen euch, wie gut man es sich hier gehen lassen kann. Kommt! Wir kommen an. Ihr kommt von dort. Dort hinten befindet sich ein kleiner Kreisverkehr, wo ihr auch das ein oder andere Lokal findet. Und die Stufen führen euch direkt über die Düne an den Strand. Ihr kommt hier angefahren und begebt euch direkt auf die Einfahrt zum Campingplatz. Gehen wir mal zur Schranke, weil da geht es nämlich nicht weiter. Wenn ihr angefahren seid, könnt ihr auf diesen Seitenstreifen rechts und links vor der Einfahrtschranke euer Wohnmobil oder Gespann, solltet ihr mit dem Wohnwagen kommen, abstellen, um euch bei der Rezeption anzumelden und dieses Objekt der Begierde zu erlangen. Das ist der Schlüssel für die Schranke. Die Schranke kann zwischen 7 und 22 Uhr mit diesem schönen kleinen Schlüsselchen geöffnet werden und ihr könnt mit eurem Fahrzeug dann hinein wie auch hinausfahren. Einfach den Key hier durchziehen. Ich kann das immer so gut. Und normalerweise müsste die Schranke sich dann öffnen. Momentan befinden sich hier einige Umbaumaßnahmen. Früher war die Rezeption hier vorne, die aber jetzt der neuen in der ehemaligen Scheune gewichen ist. Und da gehen wir jetzt einfach mal mit euch hinein. So, lassen wir uns mal zur Rezeption gehen. Wir haben gebucht, weil wir gedacht haben, über Weihnachten erfahrungsgemäß könnte es voll sein. Die Erfahrung hatten wir ja auch im letzten Jahr schon in Zeeland gemacht. Und jetzt gehen wir mal Bescheid sagen, dass wir da sind. Anreisen könnt ihr ab 14 Uhr. Da der Platz aber im Moment nicht voll ausgebucht war, in den Tagen vor Weihnachten, habe ich angerufen und gefragt, ob wir auch früher kommen können. Und das ist jetzt um 12 Uhr absolut kein Problem. So, lassen wir mal reingehen. Guten Mittag. Guten Morgen. So. Hallo. Hallo, Meeting, wir haben gebucht. Ja, Sie haben die 701 gebucht. Ja. Willkommen. Danke. Sie sind zu zweit? Wir sind zu zweit und ohne Hund. Ohne Hund, genau. Die Schlüssel für Sie. Mhm. Sind Sie öfter gewesen? Hier bei euch waren wir noch nicht. Nur auf Renesse meistens. Ja, ich habe zwei Schlüssel für Sie. Eines für die Schranke und eines für die Dusche. Ja. Ich zeige Ihnen, wo es ist. Sie sind mit dem Wohnmobil? Wir sind mit dem Wohnmobil, ja. Genau. Sie stehen jetzt hier für die Schranke und dann haben wir diesen Platz für Sie gemietet. Sie fahren hier durch die Schranke rein, nach links und dann ist es hier auf die Ecke direkt. Super, direkt am Sanitärgebäude, das ist hier am praktisch. Am Sanitär, genau. Super. Ja. Hier ist ein Ausgang, 200 Meter zum Strand und 200 Meter ins Dorf. Ach, und da finden Sie ein Restaurant. Von hier kann man ins Dorf gehen? Ins Dorf gehen, genau. Ah, ich wäre jetzt auch so rumgelaufen. Das ist ja praktisch. Ja, das ist ja gut. Dann sind verschiedene Restaurants und ein kleiner Supermarkt. Dann werden wir das gleich auch direkt mal erkunden. Die kleinen Türchen, die sind im Winter bestimmt zu, ne? Die sind zu, genau. Ja, leider. Das ist nur im Sommer. Offen. Ja, macht ja Sinn. Ja. Die paar Schritte tun ja gut. In der Nähe vom Das ist ja recht schnell. Ja. Gibt's WLAN? Es gibt WLAN, eine Basisverbindung. Also es ist nicht ganz stark in WLAN, leider. Mhm. Ihr Passwort ist auf der Information drauf. Ja. Ah ja, super, das steht ja. Hier.
alle anderen wichtigen Informationen auch drauf. Auf Ihre Abreisetag bleiben Sie bis 11, wenn Sie bleiben, und dann Checkout ab 9. Super. Ja. Nee, dann fahren wir mal gucken, wo wir stehen, und dann komme ich gleich nochmal gucken. Hier gibt es ja einiges an Infomaterial, was man noch hier machen kann. Guck mal, hier gibt es auch die Knotenpunktkarte, aber wir haben ja die App, und aber kann ich nur empfehlen, dass ihr nach den Knotenpunkts fahrt. Die App nutzen wir immer, aber die Karten sind auch total hilfreich. Und ansonsten gibt es hier echt viel zu entdecken. Erzähle ich euch aber in dem anderen Video. Im Wald finden Sie auch ganz schöne Wander. Ich kann es Ihnen zeigen auf die Lageplan. Hier immer. Wir gehen Sie ins Wald rein. Ja, das ist der Kletterpark, ne? Ja, Kletterpark, aber da haben Sie ganz schöne Wanderroutes. Und mit dem Fahrrad können Sie ganz nach dem Ort Burgheimstede kommen. Mhm. Da sind doch irgendwo da auch die Bunker, ne? Ja. Das ist ja mit Sicht auf Burgheimstede, ne? Gegenüber. Ja, die Bunker sind, aber man kann nicht reingehen. Nee, nur von außen so ein bisschen. Ja, von außen, ja. Ja, dann werden wir da auf jeden Fall morgen mal mit dem Rad hinfahren, ne? Das ist was für Männer. Alles klar. Dann vielen Dank. Sollte was sein, komme ich fragen. Perfekt, schönes Aufenthalt. Danke, ich wünsche euch einen schönen Tag. So, nach der Anmeldung lassen wir jetzt mal eine Platzrunde drehen. Hier das alte Scheunengebäude wird ab Ostern als Animationsgebäude für Kinder genutzt. Es gibt die ein oder andere Veranstaltung, die es gibt, und quasi als Kantine, wie sie mir sagte, wo dann eben kleine Essens-Events angeboten werden. Ab April, ich weiß, ich komme ja immer von Hölzchen auf Stöckchen. Guck mal, da kommen die Osterglocken raus. Da. Ey, wir haben 2 Tage vor Weihnachten. Ja. Okay, wenn ihr wieder zurück auf das kleine Sträßchen geht und fahrt dann nach links, in 200 Metern gibt es einen kleinen Supermarkt, der ab April wieder geöffnet hat, wo ihr Brötchen und Lebensmittel kaufen könnt. Dort gibt es noch ein super leckeres Fischrestaurant und eine Pizzeria. Also 200 Meter, dann seid ihr links runter im Örtchen. 100 Meter rechts runter seid ihr am Strand. Dort gibt es auch eine Pommesbude, die aber zu hat, plus 2 weitere Restaurants. Und wenn ihr einmal um den Platz drumherum geht, hinter dem Kreisverkehr, kommt ihr ins Wäldchen, wo im Sommer noch ein Kletterpark ist mit einer Location. Und von dort aus gibt es wunderbare Wanderwege, die euch immer wieder zum Strand oder auf der anderen Seite zum Ort führen. Das ist ein Bereich für Wohnwagen. Die Wohnmobile stehen in den nasseren Monaten immer auf Plätzen, wo Rasengittersteine ausgelegt sind. Aber das zeigen wir euch gleich hinten, wo wir stehen, da wieder. In diesem Scheunengebäude befindet sich die Wasserrette, wo ihr sogar ein Bügeleisen, Waschmaschine und Trockner findet. Benutzt wird das Ganze wieder mit dem SEP-Key, den wir an der Rezeption erhalten haben. Das ist dieses Teil. Damit könnt ihr duschen, Wasser laufen lassen und hier entsprechend die Maschinen in Benutzung nehmen. Trockner kostet 1,50 €, die Waschmaschine 4 Euro. Hier steht noch ein Bügeleisen, wenn ihr was zu bügeln habt. Auch das wird wieder betrieben mit dem SEP-Key, ist aber, glaube ich, im Umfang kostenfrei. Das ist fertig, hat einer seine Wäsche vergessen, aber ausreichend Maschinen da. Super. Vor der Wasserrette gibt es noch einen kleinen Spielebereich mit einer Drehscheibe und einer Affenschaukel. Und hinten zum Weg hin gibt es noch 2 Tischtennisplatten und einen Kicker. Die knutschen die Ziegen. Das sind Knutschziegen. Ich sag mal, das zeigen wir euch gleich noch, aber wir stehen genau gegenüber von Spielplatz und Streichelzoo. Jetzt weißt du, warum die Osterglocken schon glühen. Und der dicke Hase da, der ist ja fast so groß wie die Zieglein hier.
Die Ziegen sind echt süß, wollen sie darüber. Gehst, hast du auch keinen Zaun im Bild. Die sind ja so süß. Und gestern, als ich ein bisschen rumgegangen bin, habe ich schon gesehen, dass die Ziegen hier immer die Hühner ausbüchsen, die laufen nämlich dann über den Spielplatz. Das ist ja noch. Der ist inkognito da. Den sieht man ja gar nicht, den Grauen. Was bist Meinst du denn du? Für ein Fresselchen? Was bist du denn hier für eins? Hm? Direkt gegenüber von der Rezeption befindet sich die Müllendstation mit den üblichen bekannten Farben der Tonnen, wo ihr euren Müll getrennt entsorgen könnt. Muss man nicht viel zu sagen. Container sind ausreichend da. Von daher, picobello. Tutti. Das sind Parkplätze für die Wohnwagenplätze, für die Dauercamper. Vielleicht auch für die Ferienhäuser, das weiß ich nicht. Da können wir gleich mal gucken. Aber das sind Parkplätze, die dann entsprechend zu den Wohnwagen gehören. Jetzt sind wir am Sanitärgebäude, das für alle Eventualitäten gewappnet ist. Wir haben hier zwei Becken mit einer Bürste. Normalerweise sind immer Schilder angebracht, für was es ist. Also ich habe schon vermutet, ob es für sandige Schuhe sind oder so, wenn man mal was abwischen will. Das weiß ich nicht. Aber hier auf der anderen Seite haben wir eine Hundedusche bzw. Gummistiefelreinigungsanlage, wie auch immer. Wollt ihr dann warmes Wasser nutzen, müsst ihr den Zapki wieder einstecken. Ansonsten kommt auch nichts raus. Okay, dann haben wir hier Außenspülbecken ausreichend vorhanden. Hier ein Außenwaschbecken und hier nochmal zwei Gemüsewaschbecken. Wird aber im Sommer, ist es jetzt nicht in Betrieb, im Sommer dann entsprechend auch ausgestattet mit dem Equipment. Weil drinnen werdet ihr sehen, hängen Spülbürsten und alles. Genauso wie die Außentoiletten, die sich auf beiden Seiten befinden. Hier haben wir die Damen, auf der anderen Seite die Herren, sind in den Wintermonaten verschlossen und werden erst zur Saison hin wieder geöffnet. Dann gehen wir noch mal ins Sanitärgebäude und zeigen euch den Rest. So. Temperatur ist gut. Hier ist es schön warm drin, nicht zu warm. Wir haben hier auch für die Freizeit noch mal einige Zeitungen, die man sich ausleihen kann. Auf der anderen Seite haben wir ein Bücher- und Videotauschregal. Man kann auch Dinge, die man nicht mehr benötigt, hinstellen und zum Tausch anbieten. Hier hängen an der Behinderten-WC-Toilette auch noch mal die ein oder anderen Broschüren für Aktivitäten hier in der Gegend, die ihr aber ja auch reichlich in der Information findet. Ja, und für das Worst-Case-Szenario noch mal einen Defibrillator. Wer benötigt, kann sich einen Schlüssel vorne in Rezeption holen. Für die Behindertentoilette, für nicht die für den Defibrillator. Ja, schon klar. Das wäre was spät unter Umständen. Ja, doch. Wir haben dann hier, das ist Heimwerker, wie heißt das nochmal? Hausmeister. Bubenkeeper. Das ist noch mal eine Innentoilette für die Damen mit nettem Dekor, total sauber, alles picobello. Das gleiche noch eine weitere Damentoilette und einmal für die Herren. Ein Waschbecken, falls man nur mal schnell die Haare waschen, die Hände waschen möchte mit einem Spiegel. Oh Gott, vom Winde verzaust. Dann haben wir hier noch mal, da fehlt der Wasserhahn. Für die Wäsche. Ja, aber ohne Wasserhahn, ja. Das nützt jetzt nicht viel. Und dann haben wir hier nochmal ein Gemüsewaschbecken und ein Spülbecken. Ach so. Und aufpassen, wenn ihr rumschlabbert, dass ihr den Boden trocken haltet. Hier ist nochmal ein Ausgussbecken, wo man sich auch Wasser holen könnte. Ne? Steht nicht dran, dass es kein Trinkwasser ist, oder?
Nö, kannst du. Wäre durchgestrichen sonst. Dann laufe ich wieder durchs Bild. Alfred freut sich. Ich gehe jetzt mal gucken, dass sich da keiner wäscht. Ansonsten gehen wir jetzt mal gucken, wo die Duschen sind. Na, wir sind alleine. Hier ist der Sanitärkomplex. Für Damen und Herren gemischt. Wir haben hier nochmal Waschbecken und nach wie vor, ich weiß nicht, wofür die Bürsten sind. Also ist ja nicht zur Gesichtsmassage, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Und zum Zähneputzen wären die was groß. Das kommt drauf an. Nee, passt nicht. Hier auch für Kinder etwas niedrigere Becken, finde ich super, auch die Spiegel niedriger. Ja, große. Wobei ich gerade feststelle, ey, ich habe meinen Kopf im Spiegel. Wir haben hier noch, wer möchte und Privatsphäre gerne hätte, Duschkabinen, Waschkabinen, die man verschließen kann. Und auf der anderen Seite haben wir drei Duschkabinen. Immer. Okay, mit dem Dusch ist da eine. Ja, da ist aber auch noch eine. Dann haben wir hier wieder, ne, auch ein Zepki da in die Halterung einlegen. Und dann könnt ihr entsprechend duschen. Das Zepki wird pro Person, pro Übernachtung, die ihr bleibt, mit 5 Minuten Wasserlauf befüllt. Das heißt, wir hätten 10 Minuten, Alfred duscht 2 Minuten, nicht 8, nee, andersrum. Ne? Eigentlich andersrum. Und dann kann man wirklich gut duschen. Und woran liegt das? Ich passe mich doch lang. Ich passe mich doch an. Ich habe mir extra die Haare abschneiden lassen, damit ich, wenn wir unterwegs sind, schneller fertig bin. Ja. Abzieher ist auch da, 2 Stück. In Anbetracht der Anzahl der Duschen völlig ausreichend. 3, man sollte richtig gucken. Es läuft angenehme Musik im Hintergrund. Wir haben hier noch eine Behindertendusche, die riesengroß ist, also mit viel Platz. Da könnt ihr auch nur mit separatem Duschkopf und einmal Wasser von oben. Also da könnt ihr dann schon gut drin duschen. Sitzmöglichkeiten, Halterungen an der Wand, alles da. Und ich muss sagen, egal ob gestern also oder mit jetzt. Mit einem normalen Rollstuhl kommst du mit einem Rollstuhl kommst du nicht rein. Nee. Picobello sauber. Nach der Geschichte mit meinem Sohn und seinem Motorradunfall sind wir auf dieser Weise ein bisschen in einer anderen Sicht unterwegs, was rollstuhlgerecht angeht. Von daher. Obwohl man sagen muss, er sitzt ja nicht im Rollstuhl. Mittlerweile nicht mehr, aber wie gesagt, er hatte einen Rollstuhl zur Verfügung. Seitdem weiß man, wie breit die Dinger sind und wie schwer es ist, wenn man auf Krücken ist und nicht auftreten darf, in eine Dusche reinzukommen, wie wir es zu Hause haben. Okay, dann ist noch anzumerken, Hunde sind an der Leine auf dem Platz erlaubt. Hunde am Strand sind auch ganzjährig erlaubt. In den Sommermonaten, ich glaube von April bis September oder Oktober, müssen sie an die Leine. Ansonsten dürfen die da auch frei rumlaufen. Also das Sanitärgebäude bekommt von mir 5 Punkte von 5. Richtig. Alles klar. Aber draußen geht es noch lustig weiter. Als Frau in den besten Jahren muss ich ja am Zug auf den Zettel gucken. Und jetzt einige wichtige Informationen, die ich sonst vergesse. Wir haben hier Platz für 160 Camper, also Wohnmobile und Gespanne oder Zelte. Circa 30 für Wohnmobile. Die Rezeption hat von 12 bis 13 Uhr Mittagspause. Und ihr bekommt ja bei der Ankunft den Schieber für die Schranke plus den Zepki für das Sanitärgebäude. Das wird berechnet mit 20 Euro Pfand, die ihr bei der Abreise erstattet bekommt. Also dran denken, dass ihr das wieder abgebt. Pro Schlüssel. Pro Schlüssel. Wir haben gebucht. Super einfache Homepage mit einem super Buchungsportal, also absolut easy. Wir zahlen jetzt in der Vorweihnachtszeit bis Weihnachten 30 Euro pro Nacht. Die genauen Preise für 2024 weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es im Sommer dieses Jahr an die 50 oder um die 50 Euro war.
allerdings immer inklusive dem Duschvergnügen, dem Strom, der Chemietoilettenentsorgung, der Grauwasserentsorgung und dem Wasser und dem WLAN. Also da kommt nichts mehr dazu, es sei denn, ihr nutzt die Waschmaschine oder braucht mehr an Duschvergnügen. Das mit den 30 Euro ist jetzt völlig okay. Die Lage ist optimal, wenn ihr am Strand wollt. Wie gesagt, die neuen Preise entnehmt bitte der Homepage. Die Adresse haben wir euch hier eingeblendet, weil ich für 24 die Preise noch nicht kenne. Auf der anderen Seite haben wir wieder Außentoiletten und die Chemie. Nee, das ist ein Pissoir. Oh, okay. Und daneben ist für dich die Toilette. Eine Außenkindertoilette, ist die nicht knuffig. Für den Wind, alle Türen, die nach außen gehen, sind abgesichert. Das Pissoir zeigen wir euch jetzt nicht. Wo war denn die Chemie? Ich gebe ja zu. Hier. Hier ist dann noch die Chemietoilettenentleerung. Praktisch, sauber. Und hier sollte euch ein Malheur passiert sein, habt ihr auch noch mal die Möglichkeit, inklusive Handseife, euch die Hände zu waschen. Das ist Housekeeping Room. Dazu möchte ich noch sagen, der Platz ist mega, mega sauber, super gepflegt. Klar, ein bisschen im Winterschlaf, aber bei dem Sturm gestern und auch heute, der war, ist es normal, dass hier und da Blätter liegen, Äste runtergefallen sind. Du siehst hier immer wieder die fleißigen Geister des Platzes. Gestern wurden bei dem ganzen Sturm und Regen noch Hecken geschnitten. Die Mädels wuseln hier rum. Das Sanitärgebäude wird täglich von 13.30 Uhr bis 15 Uhr gereinigt. Dann ist es geschlossen. Dann könnt ihr nicht da hinein. Und ansonsten ist es wirklich super freundlich hier, super Service. Und ich gebe hier an der Stelle noch mal 5 Punkte. Oh. Oh, was stehst du denn da? An der Stelle sage ich jetzt, dass der Betreiber an alles gedacht hat, was den Kindern hier einen Urlaub unvergesslich werden lässt. Wir haben hier einen Wasserspielplatz für die Kleinen mit unserem süßen Bunny, der direkt mal den Kleinen sagt, waschen. Weißt Duschen du, was mir den Urlaub unvergesslich machen würde? Wenn da jetzt Wasser rauskommt. Wenn du jetzt da unten auf das Knöpfchen drückst. Das ist abgestellt. Da. Also Glück, ja. Ne, mit Wasserrutsche, ein kleines Planschbecken, damit die Kleinen auch keinen Sonnenbrand bekommen, stehen hier verschiedene Schirmständer, wo Sonnenschirme aufgestellt werden können. Also ein absolutes Kindervergnügen plus Sitzgelegenheit für die Eltern, die ihre Kinder gerne im Blick haben möchten. Von daher, wenn die Kinder sich hier ausgetobt haben, gibt es noch einen schönen Spielplatz und an der Stelle zum 100. Mal den tollen Streichelzoo. Weiteres Highlight ist dieser umfangreiche Kinderspielplatz mit schönem weichen Boden. Du hast hier die, wie heißen die Schnipsel nochmal? Einen weichen Boden, Waldboden, sage ich mal. Die Äste hier kommen wirklich von dem Sturm, den wir gestern und heute hatten. Es gibt viele Möglichkeiten, sich hier auszutoben. Es ist an alles gedacht. Also von daher, für die Kleinen bis auch bis zu älteren Kindern ist hier schönes Spielvergnügen gegeben. Ich finde am besten dieses Tretradkarussell oder wie man es nennen soll. Also das finde ich echt genial. Dieses, mal hier. So als bisschen Motorradfahren dabei, finde ich gut. Und dann haben wir daneben auch direkt wieder unseren Streichelzoo. Da ist auch noch ein Vogelhäuschen, wobei die Ziegen da jetzt irgendwie drin stehen. Und die Tiere dürfen auch gefüttert werden. Und damit sie nichts Falsches bekommen, hängt hier auch direkt eine Liste, was sie fressen dürfen. Die Ziegen dürfen nur Gras, Löwenzahn und so weiter bekommen. Also Gurke dürfen. Ich habe eine Gurke mit. Da weiß ich schon, was ich gleich mache. Ne? Und damit auch nichts schief geht, steht es direkt in drei Sprachen. Guck mal, da
Und na, das Rote ist was in der Dorf. Guck mal, ich habe Gurke gesagt. Da kommt direkt schon wieder Fix und Foxy angerannt. Ja. Ich zieh euch magisch an, ne? Ich zieh euch magisch an, ne? Komm mal her. Ne? Gibt nichts, hier ich wieder laufen. Nein. Wer unser Video von Pennekotten gesehen hat, ausgebüxt, würde ich fast sagen, hier ist ausgebüxt Teil 2. Den Hühnern scheint das Gehege mit den Ziegen nämlich zu klein zu sein. Die laufen hier freudestrahlend über den Platz. Und die eine scheint sich da eine Kuhle zu graben, um gleich ihre Eier da reinzulegen. Wo Hühner sind, sind auch Hähne, die natürlich morgens krähen. Im Moment geht die Sonne um 8.35 Uhr oder so auf. Das heißt, vor 9 kräht er auch nicht. In den Sommermonaten kann es sein, dass ihr ihn vielleicht schon um 5, 6 Uhr hört. Das ist auch noch ein Wasserspielplatz. Ja, genau. Hier ist noch ein Wasserspielplatz. Nee, doch. Aber ist doch gar keine Pumpe fürs. Doch, da ist eine Pumpe fürs Wasser. Hier kannst du Wasser pumpen. Ja. Ist jetzt abgestellt natürlich. Und dann hast du hier noch einen Wasserspielplatz. Echt an alles gedacht. So, jetzt zeigen wir euch noch den Platz, weil, ne? Wir müssen ja unser Wohnmobil auch noch irgendwo abstellen und da muss es ja noch Strom und so geben. Hier ist unser Domizil. Die Parzellen sind richtig groß. Du hast genügend Platz, getrennt mit kleinen Sichthecken oder größeren Sichthecken dazwischen. So hat jeder seine Privatsphäre. Du kannst Markise aufstellen, du kannst dich davor noch setzen, wenn du nicht im Schatten sitzen willst. Für die Wohnmobile sieht man, dass Rasengittersteine als Untergrund für die Fahrspur im Boden eingelassen sind. Und ansonsten hat man eben hier die Rasenfläche, die hier auch vor dem Wohnmobil stand. Bestimmt ein Wohnwagen frisch gesät wurde, damit es wieder wächst. Der Boden ist sandhaltig, also von daher habt ihr auch wie jetzt, wo es so nass ist, nicht so viel Matsch im Wohnmobil. Jeder Platz verfügt über eine eigene Stromversorgung, Wasserversorgung und Endwasserstation. Das zeigen wir euch aber jetzt an der anderen Parzelle, weil wir gerade Nachbarn bekommen haben und sich immer zwei Wohnmobile eine dieser Versorgungssäulen teilt. Gehen wir mal rüber auf eine freie Parzelle. Das sind die Versorgungssäulen, die sehr angenehm sich in die Landschaft einfügen, indem sie einem Baumstamm nachgemacht worden sind. Hier habt ihr eure Stromanschlüsse, eure Frischwasserversorgung. Das ist hier für die Wohnwagen, deshalb ist kein Hahn drauf, weil hier momentan nicht besetzt ist. Und wer mit hat den Zugang für den Abwasserschlauch sowie einen Ausguss. Habe ich was vergessen? Ja, Strom ist mit 6 Ampere abgesichert. Genau. Also mehr Strom geht nicht als 6 Ampere. Sollte die Sicherung rausfliegen, müsst ihr zur Rezeption gehen, weil der Zugang verschlossen ist. Da kommt ihr nicht dran. Und dort hängt eine Notfallnummer aus, der euch dann den Housekeeper, ich habe es heute mit dem Wort, dann schnellstmöglich kommen lässt, damit er euch den FI-Schalter wieder einswitcht. Guck mal, bis wo die Hühner schon gekommen sind. Das ist ein Dauercamper-Bereich für Wohnmobile. Quatsch, für Wohnwagen. Der dann auch zu den Parkplätzen gehört, die wir vorne gesehen haben. Hier haben wir Ferienhäuser, die noch mit angemietet werden können. Und hier sind wir wieder im Dauercamper-Bereich. Plus verschiedene kleinere Chalets, wobei ich nicht weiß, ob die zu mieten sind oder ob die jemandem gehören. Also wie wir sehen, alle Facetten des Campings sind hier vorhanden, inklusive Zeltstellplätze und inklusive einem Weg, der da vorne aufhört. Da, 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 da.
hier haben wir nochmal den Bereich, wo wir stehen, mit den Wohnmobilen, der hinten übergeht. Wieder in den Platz für die Wohnwagen. Aber auch hier sind die Rasengittersteine, wo die Wohnmobile dann entsprechend stehen können. Seht ihr? Und hier hört es auf. Da haben wir wieder Wohnmobilplätze. Wie gesagt, so roundabout 30 Plätze mit diesen Rasengittersteinen, wo die Wohnmobile drauf dürfen. Wer sich hier für die Gegend interessiert, der schaut bitte unsere Playlist. Natürlich halten wir euch unseren Weihnachtsurlaub 2023 in den Niederlanden und Seeland wieder in Bild und Ton fest. Die Videos dazu findet ihr in unserer Playlist. Und wenn euch das alles hier gefällt, was wir so machen, würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst und unseren Kanal abonniert. Kostet nichts, tut nicht weh und zaubert uns ein wunderschönes Lächeln ins Gesicht. Und damit ihr nichts verpasst, folgt uns vielleicht auch auf Instagram, wo wir immer aktuell das, wo wir gerade sind, euch zeigen mit kleinen Reels und aktuellen Bildern und Berichten. Zum Schluss, wie gewohnt, unser Fazit zu diesem wunderschönen Platz. Wir finden ihn mega gut. Wir fühlen uns hier pudelwohl, geniale Lage, unheimlich familiäre Atmosphäre, gute Ausstattung. Es ist nicht so hypermodern, es ist liebevoll. Wir fühlen uns hier wohl und sagen nur Daumen hoch, macht weiter so. Ihr habt hier wirklich einen wunderschönen Platz, in dem man sich wie zu Hause fühlen kann. Und euch sage ich wie immer, danke fürs Schauen, bleibt dran, verpasst nichts, wo es als nächstes hingeht. Wir bleiben für euch vor Ort. Macht's gut, ciao. Ciao.